Also was ich erstmal bemerkenswert und bedauerlich finde, ist, dass Hubert Aiwanger sich heute überhaupt nicht zu Wort gemeldet hat. Er hätte heute die Gelegenheit gehabt, klärende Worte zu sagen, einige offene Fragen, wichtige offene Fragen auch zu beantworten. Das hat er nicht gemacht. Damit drückt er sich eigentlich auch vor der Verantwortung. Und ich finde tatsächlich, dass es eine hohe Belastung ist für dieses Amt, dass angesichts dieser ganzen Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, auch seines Auftretens in den Bierzeiten in der letzten Zeit, wo er nochmal Öl ins Feuer gegossen hat, dass er jetzt in diesem Hohen Amt den Freistaat Bayern vertritt. Also insofern werden wir weiterhin deutlich machen, dass der Rechtspopulismus eine Gefahr ist, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Dass rechtspopulistisches Auftreten unser Land spaltet, dass es aber darum geht, Politik für die Menschen zu machen und auch jetzt zusammenzuführen in der schwierigen Situation, verantwortungsvoll zusammenzuführen und nicht weiter aufzuwiegeln. Ich fand die letzten Tage des auch politischen Umgangs mit den Vorfällen sowohl von Markus Söder als auch von Hubert Aiwanger nicht gut für die politische Kultur. Ich finde, der Freistaat Bayern hat Schaden genommen, das Ansehen des Freistaat Bayerns hat Schaden genommen und ich hatte mir als Demokratin gewünscht, dass sowohl Markus Söder als auch Hubert Aiwanger heute diese Möglichkeit nutzen, um Klarheit zu schaffen. Das haben beide nicht gemacht.